Nina Morgadam und ihr Ex-Mann sind wieder ein Paar. Diese Liebesgeschichte geht wirklich ans Herz. Nina Morgadam, 38, erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs und was sie jetzt verraten hat, dürfte alle aus den Socken gehauen haben. Der Vater ihres ungeborenen Babys ist kein geringerer als ihr Ex-Mann Dominik Kowalski, 36. Dabei war die Beziehung eigentlich nur wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 2015 gescheitert. "2017 haben sich die beiden sogar ganz offiziell scheiden lassen", RTL.de hat Nina jetzt zu einem Termin in München begleitet und mit ihr über die turbulente Zeit geplaudert, in der sie und ihr Ex zueinander zurückgefunden haben. So eine Überraschung. Zurück zum Ex, für Nina ist das schon lange keine leere Floskel mehr. Wie die Moderatorin jetzt gegenüber RTL.de verriet, sind sie und Stuntman Dominik nur etwas mehr als ein Jahr nach der Scheidung wieder glücklich. Ganze 6 Monate haben die beiden ihre neu entfachte Liebe geheim gehalten, bevor Familie und Freunde über das kleine Liebeswunder informiert wurden. Warum für Nina mit der verrückten Entwicklung ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung geht und was der ausschlaggebende Faktor dafür war, dass sie und ihr Ex-Mann einen zweiten Anlauf gewagt haben, verrät sie im Video.